Hallo, willkommen bei den IP Teacher Trainings. Zuerst einmal wie immer der Hinweis für diejenigen von euch, die live dabei sind. Dieses Training ist immer alle 14 Tage donnerstags von 19 bis 20 Uhr als WebEx-Meeting live. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt sie in den Chat, aber schickt die Chat-Nachricht bitte nicht privat an den Moderator, sondern an alle, denn diese Nachrichten kann ich in einem Monitor, der vor mir sich befindet, lesen und kann dann sofort darauf eingehen. Zu den Themen des heutigen Trainings. Das Hauptthema wird sein Deutsch als Fremdsprache. Und ich habe dieses Thema versucht, noch einmal in so drei Gruppen zu unterteilen. Der erste Teil wird sich mit den Themen Sprechen und Zuhören, also mit der Bildung von Sprachkompetenz und Hörkompetenz beschäftigen. Der zweite Bereich mit dem Thema Lesekompetenz und Schreibkompetenz. In einem dritten Bereich möchte ich eingehen, welche Möglichkeiten gibt es, Vokabeln zu trainieren und welche Apps gibt es, die mir helfen können beim Übersetzen. Und dann haben wir noch ein Thema, das ist eigentlich vom letzten Training offen geblieben und dieses Mal werden wir es aber auf jeden Fall unterbringen. Und das ist das Thema Schülerinnenverwaltung und zwar konkret mit der App Numbers von Apple. Zu unserem ersten Bereich. Sprechen bzw. zuhören. Ich habe dafür mir versucht, von vornherein mich auf Apps zu beschränken, die entweder von Apple selbst mitgeliefert wird bei und vorinstalliert am iPad sich befinden oder ansonsten, es gibt glaube ich in dem ganzen heutigen Training nur eine einzige App und das ist dann die Übersetzungs-App von Google, die man gratis aus dem App Store herunterladen kann. Das heißt, ich versuche auch wirklich mit Bordmitteln sozusagen die Möglichkeiten, die das iPad beim Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache bietet, zu nutzen und nicht jetzt großartig 1000 verschiedene Apps aus diesem Bereich vorzustellen. Was ich jetzt auch nicht extra vorstellen werde, ist Internetseiten, an denen man Materialien findet. Weil uns geht es ja darum, wie kann ich das iPad kreativ einsetzen im Sprachunterricht und nicht, wie kann ich über den Browser hunderte Internetseiten besuchen, die vielleicht Materialien zur Verfügung legen. Nun, das Erste, ihr seht es bereits oben, da als App eingeblendet, ist die App GarageBand. Die App GarageBand, ich muss ja sagen, ich drücke mich normalerweise ein bisschen davor, ich bin kein Musiker und ich glaube, das volle Potenzial der App GarageBand kann man nur ausnutzen, wenn man Musiker ist. Aber GarageBand hat eine Möglichkeit, die für die Entwicklung des Sprechens oder des Sprechens in einer Fremdsprache eine große Hilfe sein kann und das ist eine Aufnahmefunktion. Und zwar schaut es folgendermaßen aus, ich wechsle jetzt da mal in die App GarageBand hinein, hoppala, da wollte man nicht hin, da unten ist sie schon. GarageBand, wie gesagt, hat ganz, ganz tolle neue Möglichkeiten. Ihr seht, das ist gerade aktualisiert worden, daher diese Situation. Und wir wollen aber jetzt gar nicht diese ganzen Instrumente ausprobieren, sondern eben, wie gesagt, nur die Sprachaufnahme. Eine neue Datei in GarageBand eröffne ich, indem ich hier rechts oben auf dieses Plus tippe. Und dann seht ihr, habe ich verschiedene Instrumente zur Auswahl und eine, er war bei mir eher als vorderster, weil ich ihn zuletzt verwendet habe, gibt es auch einen Audiorekorder. Ich könnte natürlich auch Audioaufnahmen nehmen, zum Beispiel mit der Kamera selber. Da würde ich halt dann zusätzlich noch die Videoaufnahme dazu bekommen. Aber wenn ich die nicht brauche, bin ich in GarageBand eigentlich besser aufgehoben mit der Audiorekorder-Funktion. Ich tippe die jetzt einmal an und ihr seht jetzt gleich das Menü, das wir bekommen. Wir haben hier relativ wenige Einstellungen, was in dem Fall sehr, sehr gut ist und können jetzt einen Text aufnehmen. Ich werde jetzt einfach nur als Beispiel zwei, drei Sätze sagen, damit man sich das vorstellen kann, wie das dann funktioniert. Die Idee dahinter ist, dass ein Schüler eben auf die Art und Weise einen deutschsprachigen Text eintrainiert, sich das immer wieder anhört, kritisch, versucht es nur die Aussprache zu verbessern und ihn erneut eingibt. So, wir geben da mal jetzt einmal auf OK. Damit das in Ordnung ist. Ich tue jetzt nicht das iPad extra zum Mund halten, damit ich in der Nähe von dem Mikrofon mich befinde, sondern ich lasse es jetzt flach vor mir liegen und ihr werdet sehen, das reicht aber an sich aus. Und wenn ich jetzt eine neue Aufnahme beginnen möchte, habe ich hier oben den roten Aufnahmeknopf, da drückt man jetzt drauf, er zählt ein und dann beginnt die Aufnahme. Mit GarageBand kann man sehr gut Audioaufnahmen durchführen. Das kann eine Möglichkeit sein, die eigene Aussprache zu verbessern bzw. den gesprochenen Text auswendig zu lernen. Es
gehen wir auf Stopp. Und jetzt kann ich es mir mal zuerst einfach so anhören, wie es war. Da muss ich jetzt kurz wieder den Lautsprecher einschalten vom iPad, damit wir das auch hören. Ich spiele es jetzt einmal ab. Mit GarageBand kann man sehr gut Audioaufnahmen durchführen. Das kann eine Möglichkeit sein, die eigene Aussprache zu verbessern bzw. den gesprochenen Text auswendig zu lernen. Was jetzt natürlich toll ist und bei den Kindern ganz besonders gut ankommt, ist, dass ich jetzt gleich hier in der App auch noch die Möglichkeit habe, verschiedene Klänge hier hinzuzufügen bzw. ein bisschen eine Verfremdung des Sounds einzufügen. Und da sehen wir, da gibt es die Möglichkeit, verschiedene Stimmen. Ich zeige da jetzt einmal ein paar Beispiele. Nehmen wir mal jetzt hier das Monster zur Auswahl und dann spulen wir hier zurück und spielen wir es jetzt mit der Monsterstimme mal ab. So, jetzt ist es gestartet. Ich wechsle jetzt vielleicht zwischendurch gleich einmal die verschiedenen Stimmen, damit man sich da etwas vorstellen kann. Beziehungsweise den gesprochenen Text auswendig zu lernen. Ihr könnt euch vorstellen, damit habe ich eine schöne Möglichkeit, kreativ Texte aufzunehmen, kreativ Audioaufnahmen durchzuführen. Was mache ich jetzt mit dem fertigen Audio-File? Ich kann jetzt hier links oben auf meine Songs, da sehe ich die Übersicht aller Audio-Files, die ich aufgenommen habe, wechseln. Ich mache das jetzt einmal und gehe hierher. Und dann habe ich hier, ihr seht es hier unten, als letzten Aufnahme diese Datei, mein Song. Und jetzt ist es aber so, dass ich ja meistens zum Abspielen nicht GarageBand unbedingt verwenden möchte, sondern dieser Text kann entweder zum Beispiel dem Lehrer oder Lehrerin abgegeben werden oder sonst wie weiterverwendet werden. Und dazu bleibe ich ein bisschen länger auf diesem Song oben. Und dann habe ich hier in dem, hoppala, jetzt habe ich es weggeschoben, und dann habe ich in dem Menü, das dann hier erscheint, oben die Möglichkeit, Teilen auszuwählen. Hier haben wir es. Und wenn ich auf Teilen tippe, habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, was mache ich eigentlich mit dem Ganzen. Nun, als Klingelton wollen wir es sicher nicht verwenden. Ich will es jetzt auch nicht als Projekt, weil dann wird es eben wieder eine Datei, die nur GarageBand lesen kann, sondern ich gehe jetzt hier auf Song und dann entsteht eine Audiodatei. Das machen wir mal. Ich kann dann hier die Qualität noch verändern. Ich kann Infos geben, ich kann ihm ein Coverbild geben, wenn ich das möchte. Dieses Coverbild würde man dann zum Beispiel in iTunes sehen. Und dann gehe ich hier rechts oben auf Teilen. Und habe dann die übliche Freigabemöglichkeit. Zum einen haben wir oben AirDrop, da könnten wir es sofort an ein anderes iPad, das sich im Raum befindet, schicken. Das wäre also eine Möglichkeit, wie die Schülerinnen und Schüler die Datei untereinander austauschen könnten. Zum Beispiel, wenn man das dann verwendet, dass jeweils ein anderer anhand dieser Datei dann ein Diktat durchführt, das heißt aufschreibt. Oder ich habe hier unten halt meine verschiedenen Apps. Die Apps, die fehlen, kriege ich dann ansonsten noch, wenn ich hier unten aufgehe, auf Öffnen in, kriege ich nochmal eine Auswahl. Aber man sieht es bereits, ich könnte es als Nachricht verschicken, ich könnte es in irgendein Lernmanagementsystem verwenden, schicken, das wir es hier verwenden, zum Beispiel wenn Shobi verwendet wird, oder ich könnte es in iTunes U, das ist glaube ich da ziemlich am Ende, kommt dann noch einmal iTunes U. Na, dann war es vielleicht entweder eh vorne oder ich habe es ansonsten spätestens, da ist es, nach iTunes U kopieren und könnte es so abgeben oder eben in irgendeiner Weise, wie ich halt es jetzt hier die Apps vorhanden habe, weiterverwenden. Zum Beispiel könnte ich es auch im Book Creator weiter schicken, wenn ich dort zum Beispiel ein Buch mit Audiotexten verwenden möchte, erzeugen möchte. Die zweite Möglichkeit, wo ich mit Audioaufnahmen unter Anführungszeichen arbeiten kann, das ist, wenn ich die Diktierfunktion des iPads verwende. Das iPad hat ja die Möglichkeit, dass ich Text nicht nur auf der Tastatur tippe, sondern diesen Text diktiere. Das geht allerdings nicht von Grund auf, sondern man muss das erst einmal einschalten und das zeige ich euch einmal, wenn ihr hier in die App-Einstellungen geht, dann habt ihr im Bereich Allgemein auf der rechten Seite einen Punkt, der heißt Tastatur. Den haben wir bei den letzten Trainings schon gezeigt. Da kann man dann auch verschiedene fremdsprachliche Tastaturen zum Beispiel installieren. Und wenn man da an das Ende geht, gibt es unten einen Bereich Diktierfunktion aktivieren. Und dort kann man sie einschalten. Und was passiert dann, wenn man sie eingeschaltet hat? Dann bekommt die Tastatur ein neues Symbol, nämlich so ein Mikrofonsymbol. Und ich zeige euch das jetzt. Da muss ich natürlich in eine App hineingehen, die Text verarbeiten kann. Wir werden dafür einfach
Pages verwenden, die Textverarbeitung. Ich erzeuge da jetzt ein neues Dokument plus ein leeres. Und wenn ich da jetzt da mal irgendwo am Bildschirm tippe, dann sieht man eh, wird die unten die Tastatur eingeblendet. Und die Tastatur hat, wie ich schon gesagt habe, hier jetzt im linken unteren Eck ein Mikrofonsymbol. Und wenn ich auf dieses Mikrofonsymbol tippe, dann kann ich Text diktieren. Ich zeige euch das einmal, ich aktiviere das jetzt hier mal. Jetzt ist die Diktierfunktion aktiviert. Punkt. Neue Zeile. Auf diese Art und Weise kann man Text diktieren. Punkt. Ja, ihr seht, es hat funktioniert, hat einen Fehler gemacht. Jetzt ist die. Nein, dürfte funktioniert haben. Warum ist das ein wertvoller Beitrag beim Lernen von Sprachen, von Fremdsprachen oder aber auch für Zweitsprachen? Nun, diese Diktierfunktion ist natürlich schon ein bisschen heikel. Die Aussprache muss passen, ansonsten wird der Text nicht richtig erkannt. Das heißt, es ist eine sehr gute Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler zu probieren, ob sie die Aussprache des Textes wirklich so beherrschen, dass er richtig in Worte umgewandelt wird. Und so können sie selbstständig, ohne eigentlich, dass das jetzt im Moment einmal kontrolliert wird, noch von jemandem Zweiten, einmal üben, die Aussprache zum Beispiel eines Referates oder einfach nur irgendeines Textes, der für sie wichtig ist. Ihr habt es gesehen hier unten, ich tippe jetzt da wieder auf die Weltkugel, dann seht ihr, kann ich auch die Sprache verändern. Stopp, jetzt nimmt er gleich auf. Da haben wir natürlich jetzt hier einen Blödsinn erzeugt. Ich habe mich jetzt hier mit der Weltkugel auf Englisch umgeschaltet. Und das ist gleich eine Möglichkeit auch, wie ich einen fremdsprachigen Text ebenfalls aufnehmen kann. Das heißt, wie ich diese Funktion im Fremdsprachenunterricht verwenden kann. Ich muss hier unten einfach nur auf die entsprechende Sprache umschalten. Wie gesagt, bei uns hat das natürlich jetzt hier einen Blödsinn erzeugt, weil ich ja Deutsch weitergesprochen habe. Und wenn ich dann die englische Diktierfunktion verwende, dann kommt natürlich nichts Sinnvolles heraus. Das war nochmal dieser Punkt Sprechen. Dann habe ich als ersten Punkt ja auch noch diesen Bereich Zuhören. Welche Möglichkeit gibt es hier bei dem Thema Zuhören? Nun, zum einen, ich habe es bei beim letzten iPad Teacher Training vorgestellt. Es gibt die Möglichkeit, dass mir das iPad einen Text vorliest, die Vorlesefunktion. Ich zeige es auch hier aber jetzt noch ganz schnell, wie schaltet man sie ein, wenn, weil auch die ist nicht standardmäßig beim iPad aktiviert. Und zwar geht man hier in das Menü Einstellungen wieder. Wir befinden uns jetzt immer noch im Untermenü Tastatur. Um in die oberste Ebene wieder zurückzuwechseln, ist es am besten, man klickt hier links auf Allgemein, dann kommt man in die oberste Ebene. Und dann gibt es hier einen Bereich Bedienungshilfen. Und wenn man die Bedienungshilfen auswählt, gibt es hier einen Bereich Sprachausgabe. Und bei der Sprachausgabe kann man sich im Prinzip einmal zwei Dinge einschalten. Das eine ist Auswahl sprechen, damit hat man die Möglichkeit, ein einzelnes Wort oder einen einzelnen Absatz sich vorlesen zu lassen. Oder man geht auf Bildschirminhalt sprechen und wenn ich Bildschirminhalt sprechen ausgewählt habe, dann wird alles, was an Text am Bildschirm ist, vorgelesen. Die eigentliche App muss das nicht unterstützen, das wird vom System unterstützt und funktioniert daher appübergreifend. Ich habe das jetzt beides eingeschalten. Wie aktiviert man es? Es steht hier bei der Bildschirminhalt sprechen darunter. Streiche mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten, damit der Inhalt gesprochen wird. Wir werden es jetzt gleich bei diesem Text in Pages, den ich vorhin diktiert habe, ausprobieren. Ich wechsle da jetzt wieder hinüber nach Pages. Ich lösche nur jetzt da diesen englischsprachigen Teil weg, weil der war natürlich ein Blödsinn hier. Den löschen wir mal weg, dass wir nur mehr diese beiden Sätze haben. Und dann werden wir das ausprobieren. Ich schalte dazu, ich schaue, ob die Tastatur auf Deutsch eingestellt ist. Ja, ist sie. Dann blenden wir uns die Tastatur aus und jetzt, wie gesagt, fahre ich mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand runter, damit diese Diktierfunktion aktiviert wird. Text. Jetzt ist die Diktierfunktion aktiviert. Auf diese Art und Weise kann man Text diktieren. Ja, ihr habt das Menü darunter gesehen und wir haben es ja, wie gesagt, in der letzten Folge noch ausführlicher besprochen. Ich habe da zwei Symbole, Hase und Schildkröte, damit kann ich das Sprechtempo anpassen. Und das andere, was ich vorhin gesagt habe, dieses mit dem Auswahlsprechen, das schaut eben jetzt so aus, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Diktierfunktion markiere, indem ich da entsprechend drauf tippe, gehen wir mal da einfach daher, zweimal, dann habe ich bei diesen
dieser Sprechblase mit den möglichen Befehlen habe ich unter anderem den Befehl Sprechen. Hier haben wir ihn. Und wenn ich den Befehl Sprechen auswähle, dann liest er mir aber eben nur dieses eine Wort fort und nicht den ganzen vor und nicht den ganzen Absatz. Es kann manchmal sinnvoll sein, wenn es mir um die Aussprache eines einzelnen Wortes geht und nicht darum geht, dass ich jetzt gleich einen ganzen Seite, einen ganzen Text lese. Dafür muss ich natürlich Texte in geschriebener Form erst einmal haben. Da kann ich entweder auf Pages zurückgreifen oder selbstverständlich kann ich, wenn ich entsprechende Texte auf einer Internetseite habe, diese verwenden und mir auf diese Art und Weise vorlesen lassen. Dazu vielleicht noch ein Tipp, den haben wir aber auch in der letzten Training schon gesehen. Wenn ihr eine Seite habt, in der ein brauchbarer Text ist, ich habe da beim letzten Mal verwendet diesen Text über die Zeitverschiebung, den habe ich da unten Zeitumstellung, dann schaltet euch vorher den Lesemodus ein, diese sogenannte Leseansicht oder Readeransicht. Und zwar ist das hier dieses Symbol aus den drei längeren und dem einen kürzeren Strich. Wenn ich da drauf tippe, dann blendet er Werbung und andere Elemente, die jetzt nicht direkt zum eigentlichen Text gehört, aus. Und dann kann ich, wenn ich mir diese Lesefunktion mit den zwei Fingern verwende, sicher sein, dass er mir nun den Text vorliest und nicht vielleicht irgendwelche Unterschriften zu Bildern, die sich auf der Seite von irgendwelchen Werbungen befinden. Geht da jetzt wieder raus. Die andere Möglichkeit, wie ich mir Texte vorlesen kann, und das ist eine App, die ist, glaube ich, ein bisschen in den letzten Jahren schon in die Vergessenheit geraten, obwohl sie tolle Möglichkeiten bietet. Und das ist die App Podcasts, mit der ich abonnierte Audiodateien, allerdings in Zukunft, also nicht in Zukunft, sondern bereits jetzt, nicht nur Audiodateien, sondern auch Videodateien mir anhören kann. Diese App Podcasts, ich habe sie, schaut so aus, wir haben sie hier, ein violettes Symbol. Und in dieser App Podcasts kann ich auf Angebote von verschiedenen Anbietern, oft sind es irgendwelche Radioinstallationen oder Fernsehinstallationen, die hier Beiträge anbieten, die ich abonnieren kann. Das heißt, üblicherweise kommt da zum Beispiel im Wochenrhythmus ein neuer Beitrag heraus. Ich habe jetzt hier unten die Möglichkeit zu suchen. Da unten haben wir Suchen. Und ich könnte da jetzt einmal prinzipiell unter dem Begriff versuchen, einfach nur Deutsch einzugeben und zu schauen, ob es irgendwelche Texte auf die Art und Weise, ich bin da jetzt im Englischen, hier im Deutschen, wieder gibt. Und wenn man da schaut, also da gibt es schon einmal einiges an Sendungen, wie wir hier sehen. Es gibt eine eigene Sendung von Deutsch Aktuell, die sich mit langsam gesprochenen Nachrichten befasst, also in einem einfachen Deutsch und langsam gesprochen. Und ganz besonders tolle Möglichkeiten gibt es. Da können wir gleich hier oben suchen von der Deutschen Welle. Die haben sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Podcasts, die dafür geeignet sind. Und die schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Da haben wir hier oben die Möglichkeit, ein bisschen reinzuschauen. Und da gibt es für, ich nehme da jetzt einmal einen her, dann können wir nämlich, wenn man sich einen hernimmt, kann man hier noch einmal auf den Namen des Anbieters klicken und dann sieht man, was der wirklich alles sonst noch anbietet. Und da haben wir einen eigenen Bereich hier unten bei den Podcasts, der heißt Nikos Weg. Nikos Weg sind Texte für den Deutschunterricht. Wir sehen sie hier in der Lesestufe A2 oder B1. Nehmen wir jetzt einmal hier das Beispiel A2 her. Und da sieht man, also hier sind wir schon Folge 76. Das heißt, es gibt hier allein schon einmal 76 Folgen offenbar bis heute. Und dann ist es am besten so, man tippt hier auf Abonnieren. Und wenn man diesen Podcast abonniert hat, dann erscheint er hier bei der Mediathek. In dieser Mediathek sehen wir alle abonnierten Podcasts. Einer davon ist eben hier Nikos Weg. Da sieht man jetzt im Moment, habe ich heruntergeladen die Folge 29. Ich kann aber hier auch alle anderen Folgen noch mir herunterladen. Ich habe da hier die Möglichkeit, auf verfügbare Folgen zu gehen und dann sieht man es. Also ich könnte da jetzt ganz hinuntergehen bis zur ersten Folge, was natürlich auch sinnvoll wäre zum Beginnen. Und ich zeige euch das kurz, wenn wir das also öffnen. Das ist nicht ein reiner Audio-Podcast, sondern es ist ein Video-Podcast. Das heißt, es ist auch immer eine Videodatei dabei. Ich öffne das jetzt hier und wir starten kurz hinein in diese Wiedergabe. Und dann sieht man hier den Podcast Nikos Weg in einem sehr einfachen Deutsch, wo also einige Dinge besprochen werden.
blende es jetzt hier aus. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit das vom Copyright dann in YouTube okay ist, wenn ich hier einen Ausschnitt von diesem Podcast zeige. Aber ausnutzen wirklich die Suchfunktion. Hier gibt es ganz, ganz tolle Texte, die sehr einfach formuliert sind, je nachdem halt, für welches Niveau ich es verwende. Nicht nur für den Deutschunterricht, übrigens auch für den Englischunterricht. Es gibt so 5-Minuten-Texte oder ähnliches, wo ich mich mit dem entsprechend beschäftigen kann. Und fast alle diese Seiten haben auch eine dazu passende Webseite, wo dann oft entweder Text in geschriebener Form noch dort ist oder wo es Fragen dazu gibt und man so feststellen kann, ob der Text entsprechend funktioniert hat. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir behandeln wollten, geht da zurück in die Keynote, ist der Bereich Lesen bzw. Schreiben. Und da möchte ich, weil ich glaube, ich haben wir davor eigentlich kaum noch verwendet, einmal auf die App iBooks eingehen. Wir sehen hier oben sie eingeblendet. iBooks ist der Lesereader, der Bookreader vom iPad. Und es gibt dafür spezielle Bücher, die iBooks, die die Möglichkeiten des iPads in multimedialer Weise voll ausnutzen. Das möchte ich euch bei einem Beispiel mal zeigen. Ich gehe da jetzt in die iBooks-App hinein. Schauen wir mal, wo sie ist. Hier ist sie. Und ich habe da jetzt hier mal als Beispiel, da gehen wir wieder raus, mir hergenommen, Leserabe, Hilfe, ich bin ein Vampir, ein Buch aus dem, ich glaube, vom Ravensburger Verlag. Und das habe ich mir deswegen jetzt einmal hier hergenommen, weil ihr seht, was im eigentlichen iBooks-Format möglich ist. Da kann ich nämlich auf sehr einfache Art und Weise Animationen und Ähnliches auch hineingeben. Ihr seht es da unten, da ist jetzt nicht so viel, das blinkt nur ein bisschen. Man sieht es vielleicht bei ein paar anderen Bildern dann besser. Die sind eigentlich fast alle immer animiert und da tut sich was, wenn ich drauf tippe, hier hat man es jetzt gesehen, da fliegt es entsprechend vorbei. Und manche dieser Bücher, wie zum Beispiel dieses hier, haben auch von vornherein eine Lesefunktion eingebaut. Das heißt, ich kann von vornherein hier draufklicken, kann ein Vorlesen starten und zum Unterschied zu dem Vorlesen einer Textseite würde mir dieses Buch sogar die Möglichkeit bieten, Umblättern einzuschalten. Dann wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert und das Vorlesen eben fortgeführt. Ich starte es ganz kurz, dass man sich was sieht. Aber man sieht, es wird da das entsprechende Wort auch immer färbig markiert, was noch einmal eine Hilfe ist, wenn es ums Mitlesen geht. Ja, aber ich beende es jetzt da wieder, damit wir das einmal sehen. Das ist das iBooks-Format. Wo finde ich iBooks? Nun, im Startmenü von iBooks habe ich unten die Möglichkeit, ich schaue jetzt gerade, da ist mein Cursor, hier umzuschalten, zum Beispiel auf Highlights. Und wenn ich hier auf die Highlights gehe, habe ich rechts oben eine Suchfunktion und kann gezielt nach Büchern zu bestimmten Themen suchen. Es ist das Angebot im deutschsprachigen Raum noch nicht so groß wie das im englischsprachigen Raum, aber es sind schon einige Titel da, die sehr gut für den Bereich Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache oder überhaupt für die Förderung der Lesekompetenz geeignet sind. Das Zweite, was ich euch aber zeigen möchte, ist, man muss jetzt nicht unbedingt von hier Bücher nehmen, sondern gibt auch die Möglichkeit, E-Books, die man aus dem Internet herunterlädt, dann in dieser App zu lesen. Der Vorteil ist, wenn die dann einmal heruntergeladen sind, benötigen sie keine Internetverbindung mehr. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten die Seite gutenberg.org, in der Bücher digitalisiert wurden, bei denen das Urheberrecht schon abgelaufen ist. Und da an dem Beispiel von dem möchte ich es euch zeigen. Da gibt es hier auf der linken Seite die Möglichkeit, auf Kategorien zu gehen, Categories. Da gehe ich einmal hinein und dann haben wir hier einen eigenen Bereich für Deutschbücherregal, wo ich einmal die ganzen deutschsprachigen Bücher finde, die bereits digitalisiert sind. Ich möchte euch jetzt das am Beispiel einfach von einem Kinderbuch hier zeigen. Ich nehme da jetzt einmal Deutsch Kinderbuch und dann nehmen wir mal Märchen her, nehmen wir uns einmal die Märchen für Kinder von Hans Christian Andersen zum Beispiel her. Ich öffne das jetzt einmal. Und da seht ihr, wie dieses Projekt Gutenberg dann aufgebaut ist. Ich habe als Möglichkeit, entweder es mir direkt als Textdatei bzw. dieses Buch online als HTML-File zu lesen. Dann brauche ich aber eine konstante Internetverbindung. Aber sie bieten mir auch dieses EPUB-Format und zwar zweimal an, einmal mit Bilder, einmal ohne Bilder. Und dieses EPUB-Format kann iBooks lesen.
oder ich kann mein iBooks öffnen. Außerdem kann man auch noch das normale PDF-Format in iBooks öffnen. Ich wähle da jetzt dieses EPUB mit Bildern einmal her aus. Und dann seht ihr, er ladet es herunter und dann bietet er einem aus, es entweder, wenn man das weiß, gleich einmal in iBooks zu öffnen. Oder aber, wenn ich jetzt sage, die Schülerinnen und Schüler haben selber keine Internetverbindung, sondern ich möchte das als Lehrer den Schülerinnen und Schülern schicken, dann kann ich hier auf Mehr klicken und dann bekomme ich das ganz normale Freigabemenü und habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn andere Geräte in der Nähe sind, das Buch einfach per AirDrop an diese Geräte zu schicken. Die Schülerinnen und Schüler bekommen dann wieder die übliche Nachricht, in welcher Datei soll dieses Buch geöffnet werden und können das auswählen. Oder aber ich habe hier die Möglichkeit, wenn ich es jetzt nicht wirklich in iBooks öffnen möchte, sondern in einer anderen Datei, das hier zu machen. Ich könnte es zum Beispiel wieder in einen iTunes U-Kurs stellen oder auf Shobi stellen, dass es sich die Schüler von dort selbst holen. Ich gehe aber jetzt nach iBooks kopieren, das hätten wir ja auch da vorne machen können, damit ihr das seht, wie das dann ausschaut in iBooks. Ja, ich habe einmal prinzipiell die Möglichkeit, was ein bisschen eine Hilfestellung ist bei all diesen Büchern, hier oben die Schriftart zu verändern. Ich kann eine Schriftart, die habe ich jetzt hier gerade ausgewählt, CeraVec, das wäre eine Schriftart, die hat ein bisschen besser zu erkennende Buchstaben, insofern, als dass das L bei dieser Schriftart wirklich dieses Hackerl unten haben. Und Schülerinnen und Schüler, die sich eh schon schwer tun beim Lesen, haben dann oft mit Schriftarten wie Arial ein Problem, wo das große I und das kleine L praktisch gleich ausschaut. Ich kann selbstverständlich hier die Größe der Schrift verändern, was sicherlich vor allem beim Lesen am Anfang eine Hilfe ist. Und ich könnte jetzt noch entscheiden, ob ich einen Hintergrund in einen komplett weißen Hintergrund oder in irgendwelchen anderen Farben haben möchte. Ja, und dann, wie gesagt, kann ich das lesen. Ich kann hier umblättern. Ich kann mir ein einzelnes Wort, wenn ich das näher haben will, könnte ich mir entweder vorsprechen lassen, ja, ich könnte mir ein Wort buchstabieren lassen, auch das eine Funktion, die sehr interessant ist, vor allem wenn ich den Text abschreiben möchte, beziehungsweise ich habe hier die Möglichkeit nachzuschlagen. Bei Schnee wird das ein Blödsinn sein, aber gehen wir vielleicht auf dieses Wort Gebirge. Und wenn ich das Wort Gebirge nachschlagen, dann verbindet er mir, in dem Fall ist bei mir Duden Wissenschaft deutsche Sprache und gibt mir eine kurze Zusammenfassung über das Wort Gebirge im grammatikalischen Sinn, aber auch im inhaltlichen Sinn, was das Wort bedeutet. Ja, also das, wie gesagt, dieses iBooks. iBooks, diese Multimedialen, könnte man auch selber erstellen. Man braucht allerdings dazu einen Mac-Computer. Auch für den Mac-Computer gibt es gratis aus dem App Store herunterzuladen die Software iBooks Author. Und mit iBooks Author könnte man eigene multimediale iBooks erstellen und dann für den Unterricht verwenden. Ja, der nächste Schritt ist Vokabeln. Und ich habe ja vor kurzem erst die App Quizlet vorgestellt und die meisten, wenn sie an Vokabeln denken, denken immer an die App Quizlet, weil die App Quizlet jede Menge Möglichkeiten bietet, Vokabeln abzuprüfen, auch auf spielerische Art und Weise und das kommt selbstverständlich bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut an. Ich möchte euch jetzt aber eine einfache Variante zeigen, wo es eher um Vokabeln wirklich für Deutsch als Fremdsprache geht, das heißt zum Beispiel um einfach Vokabeln zu lernen, wo ich aber nicht die Möglichkeit habe, als Zweitsprache irgendetwas zu nehmen, also von, keine Ahnung, Arabisch auf Deutsch oder von irgendeiner anderen Fremdsprache auf Deutsch, sondern wo ich am besten mit Bildern arbeiten könnte. Und das lässt sich relativ einfach umsetzen in der App Numbers zum Beispiel. Numbers, ich habe es ja einmal schon gesagt, Numbers wird ja oft verkannt, weil Numbers wird oft für die meisten nur gesehen als eine App für den Mathematikunterricht oder eine App, um irgendwelche Statistiken, Grafiken darzustellen und so weiter. Aber da gibt es ganz nette andere Möglichkeiten und das ist eben eine davon. Ich habe jetzt wieder mit Plus, ich zeige das nochmal ganz kurz, weil ich es so schnell gemacht habe, hier oben mit Plus ein neues Numbers-Dokument eröffnet und ich nehme da jetzt einfach einmal ein leeres, diese Vorlagen bräuchte man in dem Fall jetzt nicht. Ja, und jetzt nehmen wir an, es geht in der Stunde darum, den Wortschatz an Nahrungsmitteln, sagen wir mal so, zu erweitern. Und es geht darum, mit den Schülern zu lernen, was das Wort Apfel bedeutet, was eine Birne ist. Von mir aus nehmen wir ganz was anderes, nehmen wir was Spaghetti sind. Ja, und nehmen wir vielleicht noch ein Schnitzel, ein Wiener Schnitzel oder ähnliches. Ja,
Wie gesagt, wenn ich das jetzt einfach nur so stehen lasse, dann müsste ich jetzt in irgendeiner Fremdsprache hier anfangen, Übersetzungen hineinzuschreiben. Oder aber, das kann ja auch spielerisch mit den Schülerinnen und Schülern von den selbst geschehen, ich füge Bilder dazu ein. Und dazu haben wir ja jetzt Gott sei Dank auch noch die Möglichkeit, seit iOS 11 mit der Multitasking uns ein zweites Fenster als Overlay darüber zu legen, dort die Suche nach den Bildern zurückzuführen und die dann einfach hinüberzuziehen. Ich zeige euch, wie das geht. Ich öffne da jetzt von unten die Schnellstartleiste und ziehe mir mal das Fenster vom Safari-Browser hier in diesem Bereich und lasse es hier aus. Und dann seht ihr, dann schwebt dieses Fenster, es ist immer noch da offen, die Seite vom Gutenberg-Projekt drüber. Ich möchte aber jetzt nicht mit Gutenberg-Projekt arbeiten, sondern ich beginne da einen neuen Reiter. Und wenn man sich mit Bildersuche beschäftigt, dann bietet es sich immer an, die Seite von Pixabay zu verwenden. Da findet man Bilder, die vom Urheberrecht her verwendet werden dürfen. Ich starte die Seite einmal und wir laden sie. Und dann habt ihr, na, entschuldige, nicht pixabay.org, mein Fehler, sondern die Seite heißt pixabay.com. Und da haben wir jetzt hier die Möglichkeit, nach irgendwas zu suchen. Wir haben gesagt Apfel, also suchen wir gleich einmal nach einem Apfel. Und dann muss man noch ein bisschen aufpassen bei Pixabay. Die ersten, die hier mit diesem gelben Hintergrund hinterlegten Bilder, das sind kommerzielle Bilder. Die darf ich nicht so ohne weiteres verwenden. Aber alle weiteren Bilder, die da ein bisschen weiter unten vorkommen, die sind, man sieht, wenn man auf ein Bild draufsteht, steht es dabei, ein bisschen weiter unten. Hier CC0 Creative Commons, freie kommerzielle Nutzung, kein Bildnachweis notwendig. Das heißt, hier bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich sie verwende. Und Multitasking hat uns jetzt viel Arbeit erspart, denn alles, was wir jetzt machen müssen, ist, wir fassen mit dem Finger den Apfel an, warten ein kleines bisschen, dann sieht man, wie er sich löst und jetzt ziehen wir ihn in dieses Feld daneben hinein. Jetzt wird sie zwar sagen, das ist ja viel zu klein, das kann man überhaupt nicht erkennen. Naja, das ist kein Problem. Ich kann die Größe einer Zelle jederzeit verändern, wenn ich hier auf die Zeile tippe, dann seht ihr, da ist unten so ein Ist gleich und wenn ich bei diesem Ist gleich hinunterziehe, ich mache das jetzt einmal, dann wird die Zelle größer und damit passt sich das Bild auch entsprechend an. Ich kann das auch für mehrere Zellen auf einmal machen, wenn ich da mehrere Zellen ausgewählt habe und dann auf diesem Ist gleich, das hier unten ist, ziehe, dann kann ich mehrere Zellen gleichzeitig in ihrer Größe anpassen. So, gehen wir da wieder zurück. Ja. Ah, das habe ich jetzt sehr groß gemacht hier. Das eine Feld werden wir vielleicht wieder ein bisschen kleiner machen, damit es entsprechend gleich ist. Ja, Birne haben wir noch gehabt. Dann haben wir das noch. Geben wir noch Birne hinein, damit wir noch das einmal sehen, wie das funktioniert. Birne. Ja, das zeigt man natürlich jetzt die Glühbirne auch zum Teil. Aber da unten kommen auch normale Birnen vor. Bis jetzt allerdings, das ist günstig, weil da haben wir wirklich nur Birnen drauf. Wir nehmen es wieder, bis es sich löst. Und ziehen es mit dem Finger hier in dieses Feld hinein. Dann habe ich gesagt, noch Spaghetti. Machen wir es einmal. Spaghetti ist schon da. Suchen wir mal. Na wunderbar. Spaghetti. Das erste Bild, wie gesagt, Achtung, das ist mit dem gelben Hintergrund ein kommerzielles Bild. Aber ansonsten, da haben wir Spaghetti. Nehmen wir es, ziehen wir es hierher. Und was haben wir noch gehabt? Schnitzel. Gut, dann schauen wir mal. Hoffentlich kennt der ein Wiener Schnitzel. Schauen wir mal. Hoppala. Noch einmal zurück. Schauen wir mal, ob er ein Schnitzel kennt. Ja, kennt er. Da haben wir sogar eines mit Pommes. Na gut, dann nehmen wir das Schnitzel und ziehen es da hinüber. Und so könnte ich auf einfache Art und Weise eine Vokabelvariante, eine multimediale mir erzeugen. Übrigens, dieses Fenster da rechts kriegt man weg, indem man da oben, wo dieser graue Strich ist, es einfach nach rechts wieder rüberzieht. Dann ist es weg. Und ich hätte hier eine multimediale Liste, in der ich immer einen Buchstaben mit einem Bild entsprechend verbunden habe, sodass auch ein Schüler, der kein Wort Deutsch kann, anhand der Abbildungen die Bedeutung unserer deutschsprachigen Wörter entsprechend hat. Ich kann natürlich auch hier, wenn ich jetzt dieses Wort hier im Inneren markiere, doppelt auswählen, hier sprechen und könnte mir auf die Art und Weise auch das Wort vorlesen lassen. Apfel. Damit hätte dann der nicht deutsch sprechende Schüler oder die Schülerin die Möglichkeit, sich auch gleich die Aussprache entsprechend vorlesen zu lassen. Das ist natürlich übrigens eine Computerstimme, aber diese Computerstimmen sind schon sehr gut geworden und eigentlich auf einem Niveau, wo man sie ohne weiteres im Unterricht verwenden kann.
Was habe ich mir noch zusammengesucht? Ein bisschen etwas zum Thema Übersetzungen. Jetzt ist es ja so, die meisten kennen eh diesen Google Translator, mit dem ich übersetzen kann. Man muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein, was unsere Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht ganz gern machen. Sie glauben, sie können die Englischlehrer austricksen, indem sie einen deutschsprachigen Text schreiben, den dann in den Google Translator hineinladen und sie nehmen sich dann das Ergebnis raus und geben es als Englisch-Hausübung ab. Die Englischlehrer werden das kennen, also die Übersetzungen sind zum Teil sehr, sehr mühsam. Aber wenn es um Kleinigkeiten geht, wenn es darum geht, zum Beispiel die Kommunikation mit Schülern, die jetzt zu uns kommen und kein Wort Deutsch können, am Anfang ein bisschen zu starten, wenn es darum geht, so Dinge auszutauschen, mit ihnen zu sprechen, wann ist der Unterricht heute Ende, wann entfällt eine Stunde, wann ist ein Elternsprechtag oder ein ähnliches, dann können diese Übersetzungs-Apps sehr wohl eine große Hilfe sein. Und eine davon, die einmal auf jeden Fall gratis ist, ist der Google Translator. Und was man aber, bevor man den Google Translator verwendet, sich noch überlegen sollte, ist, ob man eventuell eine fremdsprachige Tastatur benötigt. Wenn ich nämlich zum Beispiel mit einem arabischen Kind arbeiten möchte und dem Kind, auch die arabisch sprechenden Kind, die Möglichkeit geben möchte, dass das ebenfalls Texte in den Google Translator eingeben kann, dann brauche ich natürlich eine entsprechende Tastatur. Und das ist also ganz einfach. Ich kann hier im Menü Einstellungen, da sind wir wieder hier bei diesem Überpunkt allgemein. Und da gibt es unten das Menü Tastatur. Ich habe es ja vorhin schon gezeigt, wie ich gezeigt habe, wie man sich diese Diktierfunktion aktiviert. Öffnet, dann hat man hier, sieht man derzeit, bei mir sind 4 Tastaturen installiert, der 4er hier daneben. Und wenn ich da drauf tippe, gibt es unten die Möglichkeit, Tastaturen hinzuzufügen. Da kann ich jetzt hinzufügen, zum Beispiel eine, ihr seht, ich habe sie in letzter Zeit schon ein paar Mal verwendet, deswegen wird sie mir vorgeschlagen, eine arabische Tastatur. Aber wenn ihr dann nach oben scrollt, seht ihr die reiche Auswahl an möglichen fremdsprachigen Tastaturen und ihr werdet wahrscheinlich fast immer eine dafür, die ihr braucht, finden. Ich nehme da jetzt Arabisch, die Tastatur, gehe auf Fertig und jetzt seht ihr, ist hier in dieser Liste unten noch eine arabische Tastatur hinzugekommen. Wie kriegt man diese fremdsprachigen Tastaturen? Naja, da gehen wir am besten wieder in die App Pages zurück, in der wir vorhin schon diesen Text geschrieben haben. Und da können wir es uns anschauen. Na, entschuldige, das war die Podcast-App. Wir wollten nach Pages gehen. Da haben wir es. Wenn ich da jetzt einen Text eintippe, dann habe ich in dem Moment, wo ich mehr als eine fremdsprachige Tastatur installiert habe, also wenn nur Deutsch und Emoji drauf ist, dann habe ich es nicht, unten eine Weltkugel und wenn ich da ein bisschen länger oben bleibe, kann ich jetzt zu den anderssprachigen Tastaturen wechseln. Ich kann es auch machen, indem ich mehrmals auf die Weltkugel drauf tippe, dann gehe ich einfach so sequenziell durch die installierten Tastaturen durch. Das heißt, wenn ich da jetzt umschalte auf Arabisch, seht ihr, ich habe jetzt hier eine arabische Tastatur. Der Cursor springt natürlich an die rechte Seite, weil ich ja da von rechts nach links schreibe. Ich mache das jetzt nicht, ich kann nicht Arabisch, ich würde wahrscheinlich nur irgendeinen Blödsinn hier hinein tippen. Aber wir wollten uns ja eigentlich die Übersetzungsfunktion Google Translate anschauen und ich starte die jetzt einmal hier, Google Translate, ich habe sie schon installiert, wollte ja nicht, dann schreiben wir einfach nur iTranslate übrigens ist auch eine, die ist auch drauf installiert, aber die ich installiert habe, ich habe sie da jetzt nach hinten irgendwo gelegt, da werden wir sie schon finden, oder? Ist sie nicht hier? Dann müssen wir es doch suchen. Okay, dann schauen wir noch einmal. Google Translate. Na, da hat er sie noch nicht. Google Translate. Da ist er sie. Übersetzer heißt sie. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Man hätte einfach hineintippen sollen. Übersetzer. Das schaut dann hier so aus. Und wir haben hier die Möglichkeit einmal einzutragen, von welcher Sprache zu welcher Sprache wir übersetzen sollen. Ich verwende jetzt nicht hier Arabisch, sondern Englisch, weil da tun wir uns alle etwas leichter zu entscheiden, ob das richtig ist. Was ihr hier seht, ist, man kann viele dieser Sprachen runterladen, sodass die Übersetzungsfunktion auch offline funktioniert. Das ist immer eine wichtige Sache. In Schulen sind die Internetverbindungen meistens immer an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit und alles, was wir uns da ersparen können, indem wir Dateien offline vorhanden haben, ist auf jeden Fall eine Hilfe und ein Sicherheitsfaktor im Unterricht.
Ich gehe jetzt auf Englisch und dann probieren wir es einmal aus. Nehmen wir an, es geht wirklich um so diese ersten Kommunikationen mit den Schülern und ich möchte gerne die Eltern der Schüler sprechen. Versuchen wir es einmal einfach hineinzuschreiben. Ich möchte deine Eltern sprechen. Ich könnte natürlich bitte auch hier jetzt diktieren. Und wir haben jetzt darunter gleich die englischsprachige Übersetzung. I want to talk to your parents. Wir könnten da auf diesen Pfeil noch einmal gehen, dann sieht man es noch einmal genauer. Und dann habe ich auch hier sogar die Möglichkeit, mir das gleich vorlesen zu lassen. Und dann kann ich mir auf die Art und Weise diesen Text vorlesen lassen. Da oben sieht man es eh, übrigens ist das Mikrofon. Das heißt, wenn ich es nicht schreiben möchte, sondern diktieren möchte, dann kann ich auf die Art und Weise ganz gut arbeiten. Und für einen Schüler umgekehrt ist es natürlich jetzt auch so, wenn jetzt ein Schüler etwas eingeben möchte, dann kann er das ebenfalls machen, wenn er irgendeine Frage hat oder irgendetwas dringend braucht, dann kann er mir so am Anfang, auch wenn wir vielleicht gerade noch ganz Schwierigkeiten haben mit der Sprache, weil noch kaum Sprachfähigkeiten, Sprachkompetenzen da sind, auf die Art und Weise kommunizieren. Das war mal dieser Bereich Übersetzungen. Ansonsten, ich habe es eh kurz gezeigt, es gibt dann noch iTranslate. iTranslate ist halt insofern recht spannend, weil da kann ich mir dann eine Tastatur auch installieren von iTranslate, wo einfach bereits beim Tippen in der Tastatur jeweils die Übersetzung funktioniert und ich dann aber in eine ganz andere App hinein, zum Beispiel in Pages, gleich die entsprechende Übersetzung hineinarbeiten kann. Natürlich muss man bei diesen Übersetzungs-Apps aufpassen, kann manchmal auch zu lustigen Ergebnissen führen, aber das kennt jeder, der schon einmal zum Beispiel die Autokorrektur auch mit seinem Handy oder mit seinem iPad hatte. Auch da gibt es immer wieder Missverständnisse und so gibt es auch bei diesen Übersetzungsprogrammen manchmal Missverständnisse. Man muss halt wissen, wie man sie einsetzt, damit das Ganze dann halbwegs Sinn macht im Unterricht. Ja, etwas, was ich noch ausgelassen habe, ist der Bereich Schreibkompetenz. Und da gibt es einen spannenden Teil, der heißt Digital Storytelling. Und dieser Bereich Digital Storytelling, da gibt es aber relativ viel rundherum. Und ich möchte euch da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe führen, sondern ich möchte euch nur zeigen, was überhaupt damit gemeint ist und welche Möglichkeiten es hier gibt. Oft ist es ja so, dass man eigentlich erst einmal irgendwie eine Art Idee oder einen Impuls benötigt, um etwas zu schreiben. Und eine ganz nette Variante, wie man so einen Impuls den Schülerinnen und Schülern geben kann, ist eine App, die Erzählbilder erstellt. Es gibt dafür eine eigene App, ich glaube, sie heißt Storycubes, wenn mich nicht alles täuscht. Da würfle ich diese Bilder. Wunderbare App, aber ist natürlich kostenpflichtig und ich kann sie nicht personalisieren, sondern ich muss mit den Bildern, die mir sie liefert, zurechtkommen. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, das Ganze wieder mit Numbers zu lösen und ich habe euch das entsprechende Numbers-Dokument auf der Webseite zu diesem Training auf ipadteachertraining.at bei den Materialien zur Folge 13 hinzugefügt und das ist eine Numbers-Datei. Ich öffne sie jetzt einmal hier, wir gehen da jetzt einmal kurz wieder raus aus Numbers, um sie euch zu teilen, zu zeigen. Und zwar habe ich sie genannt einfach Erzähl-Emojis. Was macht diese Seite? Diese Seite gibt mir per Zufallsgenerator 6 verschiedene Emojis, 6 verschiedene Bilder. Und die Schülerinnen und Schüler sind dann angetan, aus diesen 6 Bildern, wobei die Reihenfolge sie sich beliebig überleben können, eine Geschichte zu bilden. Wie gesagt, in der Original-App sind das Würfel, beziehungsweise man kann auch physisch diese Würfeln kaufen, gibt es auch zu kaufen. Hier haben wir sie ein bisschen anders gelöst. Zum Würfeln gibt es da oben ein Feld, in das man irgendeine Zahl eingeben kann. Und es ist völlig wurscht, welche Zahl. Und es ist auch nicht so, dass wenn man zweimal hintereinander dieselbe Zahl eingibt, dass deswegen dasselbe Ergebnis rauskommt, sondern man muss nur deswegen eine Zahl hier hineingeben, weil die Bilder mit einem Zufallsgenerator erzeugt werden. Und der Zufallsgenerator in seinem Numbers-Dokument, der berechnet sich immer dann neu, wenn irgendeine Eingabe erfolgt. Das heißt, wenn ich da jetzt hineinschreibe 7 und Enter gehe, dann beginnt dieser Zufallsgenerator und dann entstehen hier neue Bilder. Ja, wobei das erste ist eben zufällig gleich geblieben, aber hoppala, da haben wir zweimal auf Enter gedrückt, deswegen hat es jetzt verändert. Der erste ist zufällig gleich geblieben, aber ansonsten habe ich diese 6 Bilder. Und jetzt haben die Schüler eben die Aufgabe, aus diesen Bildern
eine Geschichte zu entwickeln. Ich bin in sowas nicht besonders gut, muss ich zugeben, aber die Schülerinnen und Schüler können das meistens ganz gut. Was steckt dahinter? Das sehen wir auf der zweiten Seite Vorlage. Hinter diesen sechs Bildern sind jeweils sechs solche Emojis hinterlegt. Und der Vorteil von dieser Variante im Vergleich zu dieser fertigen App ist, dass ich natürlich diese Emojis jederzeit durch ein anderes Emoji, das mir gefällt, ersetzen kann. Ich schalte mal auf die Emoji-Tastatur. Na, bleib mal länger oben, dann können wir es hier. Und ich kann jetzt hier ein völlig anderes Emoji hineingeben. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte diese Erzählbilder verwenden, um das Thema Märchen zu bearbeiten, dann werde ich ausschließlich Emojis halt verwenden für diese Bilder, die ganz günstig in einem Märchen drinnen vorkommen können. Oder wenn es irgendwelche anderen Themen geht, wenn es also rein um Tiere geht, na, dann werde ich mich hier mit den ganzen Tieren beschäftigen und mit verschiedenen Dingen, die halt zu Tieren passen. Und so kann ich dieses Dokument anpassen. Ich gebe da jetzt einmal was anderes hinein, damit ihr das seht. So, jetzt ist ein Händel da und damit ist dieses erste Bild nicht mehr das Haus, das es vorhin war, sondern eben jetzt so ein Händel zum, na, in dem Fall nicht, weil er hat ja neu gewürfelt. Das heißt, das Haus wäre hier gewesen an der Stelle 4. Ja? Aber ihr seht, ich kann die Bilder verändern und kann damit mein eigenes Sache machen. Was könnte ich jetzt damit machen? Naja, wir haben ja am Anfang gehabt, diese Aufnahmefunktion in GarageBand. Eine Möglichkeit wäre jetzt, dass ich diese Geschichte mir einmal überlege, mir Stichworte mache und dann in der GarageBand die entsprechende Geschichte aufnehme, mit diesem Audiofile weiterarbeiten. Ich könnte natürlich auch einen ganzen Film daraus machen, dann würde ich zum Beispiel jetzt einen Screenshot hier machen oder ich würde eigentlich wahrscheinlich sechs Screenshots hier machen. Screenshots, wisst ihr, kann ich hier mit diesen beiden Tasten gleichzeitig drücken. Dann nehme ich mal den Screenshot her und schneide ihn zum Beispiel so zurecht, dass ich einmal dieses erste Bild habe, speichere das ab. Das mache ich mit allen sechs Bildern. Und dann würde ich wechseln in die App iMovie und würde in der App iMovie diese sechs Bilder einfügen. Und bei iMovie gibt es ja die Möglichkeit, dann zu einem Bild einen Text zu hinterlegen. Das heißt, ich könnte dann im Nachhinein zu diesem Bild den entsprechenden Satz oder den Teil meiner Geschichte sagen, den ich dort halt verwende. Das wäre eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und mit iMovie hätte ich gleich auch digitale Kompetenzen wieder trainiert, wie ich das Arbeiten mit dem Programm durchführen kann. Für iMovie haben wir schon vor einiger Zeit ein IP-Teacher-Training gemacht. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch tiefer hineinarbeiten möchtet, schaut euch dieses damalige IP-Teacher-Training an. Ich möchte da jetzt nicht extra mehr auf die App iMovie eingehen, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen was so aus diesem Bereich deutsches Fremdsprache, deutsches Zweitsprache dabei, dass ihr euch vorstellen könnt, im Unterricht zu verwenden. Ich habe ja gesagt, heute sind wir ein bisschen disziplinierter mit der Zeit, weil wir wollen auf jeden Fall noch diesen letzten Punkt, Schülerinnenverwaltung mit Numbers hineinbringen. Und damit sind wir schon wieder beim Thema Numbers. Heute schon das dritte Mal. Und ihr seht also, dass diese App auch wirklich universell sehr gut verwendbar ist. Warum überhaupt Schülerinnenverwaltung mit Numbers? Es gibt ganz, ganz tolle App zum Schülerverwalten. Warum ich es fast lieber mit Numbers mache, ist, ich habe immer ein bisschen das Bedenken, was passiert, wenn dieser Autor von dieser App sein Produkt nicht mehr weiter wartet, es dann irgendwie nicht mehr funktioniert oder ist sichergestellt, dass in 3-4 Jahren die Dateien von vor 3-4 Jahren überhaupt noch lesbar sind oder wurde die App so weiterentwickelt, dass das nicht mehr geht. Der Vorteil, wenn ich mit einer App wie Numbers arbeite, ist, dass ich halt mit standardisierten Dateien arbeite. Numbers, das wisst ihr sicher, kann ja zum Beispiel exportieren in das Excel-Format. Das Excel-Format gibt es eigentlich jetzt schon sehr, sehr lange und da, glaube ich, ist die Hoffnung, dass das auch in der Zukunft noch von irgendwelchen Programmen importiert werden kann, sehr hoch. Oder man könnte natürlich auch dann von Excel weiter in das CSV-Format exportieren, dieses Comma-Separated-Value-Format. Das ist überhaupt dann eigentlich unkompliziert, weil das wird man über eine normale über ein normales Textdokument dann sogar weiter bearbeiten können. Das heißt, wie schaut das jetzt aus? Ich habe mal hier vorbereitet einfach eine Liste mit Schülern, so wie sie im Unterricht vorkommen könnten. Das sind übrigens die 5 häufigsten Burschen- und Mädchennamen im Jahr 2017 in Österreich. Emma, David, Anna, Maximilian, Sophie, Alexander, Sarah, Paul und Emilia. Nehmen wir an, das sind unsere Schüler.
Was heißt Schülerinnenverwaltung? Was kommt, fällt halt so im Alltag an? Sehr häufig, das kennt ihr sicher, müssen wir irgendwelche Dinge einsammeln und brauchen daher Checklisten. Und bei Numbers gibt es eine einfache Möglichkeit, Checklisten zu erstellen. Und zwar nehmen wir an, wir wollen hier in dieser ersten Spalte so Möglichkeiten haben, etwas abzuhakeln. Zum Beispiel, ob irgendetwas abgegeben worden ist, ob irgendwas eingesammelt wurde und so weiter. Dann habe ich hier, nachdem ich diese Felder, so wie ich sie gezeigt habe, markiert habe, ich habe das jetzt hier an dem blauen Knopf runtergezogen, habe ich hier oben den Pinsel. Und mit diesem Pinsel kann ich die Formate auswählen. Und ein Format hier nennt sich Markierungsfeld. Hier das drittletzte. Und Markierungsfeld sind genau das, solche Checkboxen. Ich kann da jetzt drauf gehen, dann habe ich ein Hackerl. Wenn ich ein zweites Mal drauf gehe, ist das Hackerl wieder weg. Das heißt, ich habe eine schöne Möglichkeit, irgendwelche Dinge zu notieren. Das ist natürlich relativ breit. Vielleicht brauche ich aber die Breite so und so da oben für die Überschrift. Daher brauchen wir es gar nicht schmaler machen. Aber wenn wir schon in einer Tabellenkalkulation sind, dann wollen wir den Computer schon ein bisschen rechnen lassen. Es wäre ja jetzt sehr praktisch, wenn er mir darunter immer gleich hinschreiben würde, wie viele Schülerinnen und Schüler haben das bereits abgegeben. Das heißt, wie viele Hackeln sind da vorhanden. Nun, fügen wir mal zuerst hier unten bei dem ist gleich eine weitere Zeile ein. Und dann wird es noch sinnvoll sein, wenn wir diese Zeile zu einer sogenannten Abschlusszeile machen. So eine Abschlusszeile ist dann immer sichtbar, auch wenn ich nach oben scrolle und wenn die Liste größer ist als mein Bildschirm, dann wird trotzdem unten diese Abschlusszeile eingeblendet. Und das macht man folgendermaßen. Ich gehe hier auf den Pinsel, gehe dieses Mal hier zu Tabelle und bei der Tabelle gibt es hier einen Punkt Titel und Abschlusszeile. Den wählen wir mal aus und dann sehen wir hier, ich kann eine Abschlusszeile hineinfügen. Das da mache ich, indem ich plus mache. Dann seht ihr, hat sich unten was verändert. Es ist dieser Strich gekommen und jetzt ist das Ganze zu einer Abschlusszeile geworden. Das ist so typisch eine Zeile, wo eben am Schluss unten irgendeine Summe steht oder irgendwelche Dinge, die alle die ganze Spalte betreffen. So, jetzt haben wir aber da derzeit noch ein Markierungsfeld. Das braucht man nicht, sondern damit er mir erkennt, wie viele Hackerln da oben gesetzt sind, brauchen wir eine Formel. Und diese Formel geben wir wie folgt ein. Ihr tippt einmal auf das Feld und blendet euch dann einmal hier unten, hoppala, noch einmal die Tastatur ein mit dem grünen Symbol hier. Dann haben wir die Möglichkeit einmal zu schreiben. Damit Numbers weiß, dass wir eine Formel reinschreiben wollen, schreiben wir hier, tippen wir auf dieses ist gleich. Ist gleich bedeutet für ihn, wir geben eine Formel ein. Und diese Formel, die wir eingeben wollen, lautet zählen wenn. Beginne es einfach zu tippen einmal und ihr seht, ich brauche gar nicht lange, dann bietet er mir zählen, wenn als Möglichkeit hier oben aus. Ich tippe da gleich einmal drauf, weil es passt. Und dann sieht man eh, Testarray, das ist einmal dort, wo die Daten drinnen stehen, die wir zählen wollen. Dazu scrollen wir jetzt da ein bisschen in die Höhe und markieren uns diese Felder, indem ich hier nach unten tippe. Hoppala. Mit ein bisschen Höhe, da sind wir 1 zu hoch gelaufen. Es geht nur hier von B2 bis 10. Dort sind meine Bedingungen. Und wann soll er mir Szenen zählen? Wenn ein Hackerl gesetzt ist. Und ein Hackerl sind binäre Dateien. Ein Hackerl bedeutet wahr, kein Hackerl bedeutet falsch. Das heißt, wenn wir jetzt hier als Bedingung schreiben wahr, wir haben es eh gleich hier zur Auswahl, dann bedeutet es, zähle mir alle Zellen, die wahr sind. Anders ausgedrückt, zähle mir alle Zellen, in denen ein Hackerl gesetzt ist. Das bestätigen wir jetzt da rechts mit dem grünen Hackerl hier. Und dann seht ihr das. Ich blende jetzt die Tastatur aus, dass wir es wieder sehen. Wir haben drei Hackerl gesetzt. Er schreibt mir unten drei, ein Hackerl dazu vier. Und wenn ich wieder welche wegnehme, dann sieht man, ist es entsprechend da. Und so kann ich relativ schnell auf einmal unten erkennen, wie viele Schülerinnen und Schüler haben irgendetwas abgegeben, wie viele Schülerinnen und Schüler haben hier entsprechend etwas getätigt. Wenn wir schon sagen, Schülerinnen und Schüler, so wie die jetzt sortiert sind, so werden sie wahrscheinlich kaum je sortiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Schulen ist, aber bei uns ist es immer noch so, dass die Schüler auch noch zusätzlich immer nach Geschlecht in diesen Listen sortiert werden, weil sie dann auch später in den Systemen so sind. Zum Beispiel zuerst alle Burschen und dann alle Mädchen oder umgekehrt. Und das können wir natürlich auch machen. Dazu müssen wir uns zuerst einmal neben dieser Namensspalte
eine weitere Spalte einfügen. Und das können wir machen, indem wir hier oben auf A auf diese Spaltenüberschrift gehen. Und dann haben wir hier rechts einen Punkt, der heißt Spaltenaktionen. Und wenn wir den auswählen, kommt so ein kleines Menü und da steht Spalte links hinzufügen, Spalte rechts hinzufügen. Ich mache einmal beides. Ich wähle sowohl links eine Spalte hinzu, markiere es noch einmal, wähle noch einmal Spaltenaktionen und füge auch rechts eine hinzu. Und zwar fragt er mich jetzt, soll es auch wieder so eine sogenannte Titelspalte, so eine graue sein oder eine normale Spalte? Ich möchte, dass es jetzt eine Standardspalte ist, weil die werde ich nachher nicht so dringend brauchen. Wozu dient diese Spalte? Da schreibe ich jetzt jeweils nicht so, wie es jetzt steht, Hackeln hinein, sondern, ich blende mir da die Tastatur ein, dort soll, kommt nicht Hackeln rein, sondern ich schalte da aufs ABC rum, das Geschlecht jeweils. Das heißt, dann nehmen wir weiblich und beim David nehmen wir halt männlich. Anna haben wir wieder weiblich. Maximilian männlich, das muss ich halt einmal machen am Anfang. Sophie haben wir weiblich wieder. Alexander ist wieder männlich. Und die Sarah haben wir noch einmal weiblich, Paul, hoppala, den Paul männlich und die Emilia weiblich. Und wenn ich jetzt sortieren möchte, die Zellen nach weiblich, männlich und so weiter, dann tippe ich auch wieder da oben auf diese Spalte, wähle aus Spaltenaktionen und dann habe ich hier rechts aufsteigend sortieren. Wenn ich auf das drauf tippe, habe ich schon alle männlichen und dann alle weiblichen Schüler. Ich hätte natürlich vorher auch einmal nach den Vornamen sortieren können. Wenn ich zuerst nach den Vornamen sortiere und dann nach dem Geschlecht, dann passt es, weil dann sind die Vornamen auch alphabetisch. Das heißt, dann hätte ich hier bei den Spaltenaktionen hier zuerst aufsteigend sortiert und dann wäre ich hier gegangen und hätte hier aufsteigend sortiert, dann passt es, dann sind die Burschen alphabetisch und danach die Mädchen alphabetisch ebenfalls drinnen vorhanden. Jetzt wäre es noch schön, wenn da Zahlen stehen, dass man gleich weiß, welche Nummer hat der, so quasi welche Katalognummer. Nun, da reicht es, wenn wir den ersten und die zweite Zahl eingeben. Und dann machen wir Folgendes, wir markieren beide. Haben diesmal hier nicht stehen Spaltenaktionen, sondern Zellenaktionen. Und da gibt es dann einen Punkt, der heißt Zellen automatisch füllen. Und wenn wir den einschalten, wird der Rahmen so wie hier, so einem gelben Rahmen. Und wenn ich diesen gelben Rahmen jetzt hinunterziehe, dann nummeriert er mir fertig. Und ich brauche das nicht bei 30 Schülern oder hoffentlich meine 30 Schülern, sondern weniger bei den Schülern alles händisch eingeben. Und das passt dann entsprechend. Ihr habt es vielleicht gesehen, übrigens hier bei den Hackern, selbstverständlich, wenn ich sortiere, dann werden auch alle anderen Werte in den entsprechenden Zeilen mitsortiert. Also ich brauche keine Angst haben, dass wenn ich jetzt nach den Nachnamen sortiere, dass dann plötzlich aber nicht mehr die richtigen Hackerln bei den richtigen Schülerinnen und Schülern sind, sondern es werden immer alle Felder in dieser Zeile, wenn die Zeile verschoben wird, entsprechend sortiert. Ja, das war somit ein kurzer Einblick in dieses Thema Schülerinnenverwaltung mit Numbers. Das könnte man natürlich noch ausführlicher machen und ich denke, wir werden es auch noch machen. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir es immer so in jedes Training, zum Beispiel am Schluss oder an irgendeiner geeigneten Stelle kurz einblenden und so langsam diese Schülerinnenverwaltung weiterentwickeln, bis sie alle diese Dinge enthalten, die für uns von Bedeutung sind. Wir sind damit schon am Ende angelangt. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ihr wisst, wahrscheinlich seid ihr ja so hergekommen, es gibt zu unserer Reihe eben, wie gesagt, drei Links. Der eine Link ist, schließen wir das kurz und gehen da noch einmal hinein, der eine Link ipteachertraining.at führt zu der Webseite. Dort findet ihr unter anderem dieses Material mit den Erzählbildern, die ich euch gezeigt habe. Dann gibt es einen Bereich, der heißt ipteachertraining.online. Da kommt sie immer in das Live-Meeting, alle 14 Tage Donnerstag 19 bis 20 Uhr hinein. Und der letzte youtube.com ipteachertraining. Das ist der YouTube-Kanal, wo alle aufgenommenen Folgen drauf sind. Ich lade euch ein, abonniert den Kanal, dann bekommt ihr immer automatisch eine Zusendung, wenn ein neues IP-Teacher-Training verfügbar ist. Ich verabschiede mich, tschüss, das nächste Teacher-Training ist in 14 Tagen dann wieder. Das heißt, was haben wir da? Ich schaue da kurz noch am Kalender nach. Das heißt, das nächste IP-Teacher-Training findet statt am, schauen wir kurz hierher, bei den
was geplant ist, am 7. Dezember wieder von 19 bis 20 Uhr. Ich lade euch ein, live dabei zu sein. Dann habt ihr die Möglichkeit, interaktiv zu werden, Fragen zu stellen, die ich dann auch im Rahmen des Trainings gleich beantworte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.